Moin moin liebe LA-Checker, jetzt der zweite Teil meiner Kaufberatungsserie und in diesem Video werden wir uns PA-Equipment anschauen. Ich habe hier schöne Produkte für euch rausgesucht, sowohl für den Anfänger als auch für den Profi. Kommen wir zur ersten Kategorie, Kompakt-PA aktiv bis 500 Euro und hier habe ich euch ein Produkt von LD Systems rausgesucht und zwar die Dave 10 G3 mit einem 10 Zoll Subwoofer und 5¼ Zoll Mitteltönern und das ist auf jeden Fall für den Anfänger eine super Einsteigeranlage, die gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Größen, sodass man nach oben hin auch noch ein bisschen das erweitern kann. In der nächsthöheren Preiskategorie PA aktiv bis 1500 Euro habe ich mich für die HK Audio Lucas Performer Kompakt PA entschieden, weil ich die erstmalig auf einer Messe gehört habe und wirklich sagen muss, dass aus dem 15 Zoll Sub und den 2,8 Zollern wirklich ordentlich was an Musik rauskommt und das wirklich ein super Sound ist. Und ihr kennt das ja von HK, ist ja auf jeden Fall eine Premium-Marke und von daher empfehle ich euch da in der Preisklasse die HK Audio Lucas Performer. Kommen wir zur obersten Preisklasse, Kompakt PA aktiv über 1500 Euro und hier habe ich mich eher für ein Produkt entschieden, was eigentlich eher für eine Veranstaltungsfirma als für den Wald- und Wiesen-DJ geeignet ist und zwar das RCF TTL11A Touring Line Array. Das habe ich erstmalig beim BVD-Treffen bei RCF in Köln gehört und bin da wirklich sehr von überzeugt und fand den Sound auch wirklich sehr ordentlich und da kann man auch locker 2500 Leute mit beschallen und vor allen Dingen, weil es halt so kompakt ist, kann man es auch wirklich sehr einfach transportieren. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Lautsprecher aktiv bis 500 Euro und hier empfehle ich euch die RCF Art 312A MK3 mit einer 12 Zoll und 1 Zoll Hochtöner mit 400 Watt. Und die ist auch für DJs zum Beispiel geeignet, die jetzt noch ein bisschen mehr Sprachbeschallung machen wollen. So als Zusatzanlage auf jeden Fall gut geeignet. Fossi hat davon auch zwei Stück im Einsatz. Und ich muss schon sagen, also die sind auch echt von der Qualität und von der Verarbeitung wunderbar und deswegen auch super für Einsteiger geeignet. Die nächsthöhere Preiskategorie, Lautsprecher aktiv bis 1100 Euro, da habe ich euch so ein kleines Set zusammengestellt, weil ich es selber auch ähnlich im Einsatz habe, das DB Technology Opera 515DX, davon zum Beispiel zwei Top-Teile und dann entweder ein oder sogar zwei Sub 05D mit einem 15 Zoll Lautsprecher und das Set habe ich selber im Einsatz so und muss sagen, das ist wirklich ein klasse Lautsprechersystem und für die Beschallung reichen sogar auch nur Top-Teile. Klar, wenn man natürlich ein bisschen mehr Bass haben will, sollte man sich natürlich überlegen, dazu noch entsprechend Subwoofer dazu zu kaufen. Kommen wir zur oberen Preiskategorie, Lautsprecher aktiv ab 1500 Euro und hier habe ich euch auch was von DB Technology rausgesucht, die neue Sigma Serie mit dem S115 Top und dem S118 Sub und der S115 Top hat zum Beispiel mit 1000 Watt schon ordentlich was an Leistung und dementsprechend ist er natürlich auch in etwas höheren Preiskategorie, aber diese Lautsprechersysteme sind natürlich eigentlich eher für Veranstaltungstechnikfirmen geeignet. Kommen wir zur dritten Kategorie, Mischpulte bis 150 Euro, weil viele von euch sicher auch mal wissen wollen, was man so für Mischpulte kaufen kann. Und da starten wir in der ersten Preiskategorie beim Behringer Zinix Q1204 USB. Das ist wirklich ein kleines, kompaktes Mischpult. Ich hatte den Vorgänger da von diesem Modell lange im Einsatz und für kleinere Beschallungen mit ein paar Mikros reicht dieses Mischpult voll und ganz aus. Die nächsthöhere Preiskategorie, Mischpulte bis 1000 Euro, da habe ich mir das Yamaha MG206C rausgesucht. Das hat mein Vater selber auch gekauft und haben wir jetzt bei uns im Bandraum im Keller stehen. Das ist ein 20-Kanal-Mischpult, mit dem man wirklich gut arbeiten kann und auch wirklich wunderbar Bands mischen kann. Und durch den integrierten Effekteditor kann man natürlich auch noch schöne Effekte drauf spielen und ist im Großen und Ganzen wirklich ein kompaktes und sehr gutes Mischpult. Kommen wir zu Mischpulte über 1000 Euro. Hier befinden wir uns ganz klar im Recording oder im Profibereich. Und da habe ich für euch den Behringer X32 Digital Mixer rausgesucht, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr gutes Produkt, was Behringer rausgebracht hat, weil ich normalerweise von Behringer nicht so viel halte. Aber mit dem Behringer X32 haben sie schon ein sehr gutes Produkt rausgebracht, was auf jeden Fall auch roadtauglich ist.
Das war die Kaufberatung 2013 im Bereich PA-Equipment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr noch weitere Informationen zu den Produkten haben wollt, die ich euch jetzt hier im Video vorgestellt habe, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch Links zu allen Produkten entsprechend eingefügt und da könnt ihr auch nochmal die ganzen technischen Daten nachlesen, sowie natürlich die Preise und entsprechend auch die Shoplinks. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy.